professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy-to-use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. Willkommen zurück auf 99 Damage mit mir mit den Knochen und der Raid Call EMS One Summer Season 2013 und wir begrüßen den nächsten Cohort hier am Start. Heute ist hier ein Händeschütteln mit einem PG nach dem anderen. Ja, wir begrüßen den Tugux von Logix. Schönen guten Abend. Hallo, schönen Abend. Ja, nächste Partie steht auf dem Programm. Alternate gegen Sprintfox hier im Viertelfinale. Sprintfox, die gerade mit 16-13 gegen die Jungs von Fnatic gewinnen konnten, überraschenderweise. Ja, ich glaube, damit hätten nicht viele gerechnet. Aber das Game ist beendet. 16-13 Sieg. Du hast ein paar Infos über das Team von Sprintfox, denn so viel sagen sie einem nicht, aber... Wir sind es eben gerade schon mal ganz gut durchgegangen. Also es ist ein komplettes europäisches Mixteam. Wir haben MJR, Manjaro aus Deutschland, den kennst du. Ja. Dann haben wir Tesak aus Griechenland, Daniel Sun aus Großbritannien, Zentex aus Norwegen und Robin XD aus Schweden. Wo kennen wir die Manjaro. Jungs? Alle aus der Source-Szene? Manche, ja. Manjaro hat, glaube ich, vorher bei ISNU, meine ich, gespielt gehabt. Ja. Tesak und Danielsson, gegen die habe ich in irgendeinem Prack mal, also in CSGO aber, habe ich gegen die mal gespielt und da haben sie auch nicht so schlecht gespielt gehabt. Okay. Aber unter dem Namen und mit diesem Lineup haben sie, glaube ich, nicht gespielt gehabt vorher. Ja, so unter der Konstellation kenne ich sie auch nicht. Also trotzdem aber eine Überraschung, dass sie Fnatic schlagen, oder? Ja, wenn sie 16-13 gewinnen, natürlich ist das eine Überraschung. Jeder wird erwarten, dass Fnatic gewinnt und ist schon eine Enttäuschung wahrscheinlich für die. Ja. Na, mal gucken, vielleicht wird sich da in Zukunft auch ein bisschen was bei Fnatic tun, die auch in der letzten Zeit nicht mehr so überragend gespielt haben, was auch nicht der Anspruch von Fnatic ist, unbedingt. Ja, ich weiß, ich erinnere mich ja an, Khan hat ja einige Sachen gesagt gehabt, irgendwas habe ich gesehen gehabt in dem Video, weißt du, wo das war? Welches meinst du? Vielleicht sogar, Khan hat doch irgendwas gesagt gehabt, ich weiß, vielleicht sogar EMS war das. Ja. Also jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ja, dass es halt nicht der Anspruch sein kann, dass Fnatic halt mit solchen Leuten, vielleicht hat er gemeint, passt die Konstellation nicht ganz oder so irgendwas und da wird sich ja bestimmt noch was tun, wenn es jetzt so weitergeht. Muss ja. Absolut. So. Übrigens spiele ich nicht mehr so, ne? Nochmal bitte? Übrigens spiele ich nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Also ich kann gar nicht spielen. Kannst du aus dem Sack jetzt hier, oder was? Logix? Ah, ich kann und wer kommt? Spielen. Ich kann nicht spielen. Wer kommt? Tizian wahrscheinlich. Ja, okay. Siehst du, ist da jetzt schon... Da haben wir doch schon mal heute wieder ein Geheimnis gelüftet. Ja. Warum kannst du nicht spielen? Danke. Was ist denn los mit deinem? Danke schön an KabelW. An wen? Dass mein Internet so gut funktioniert. Kabel-BW. Ja. Was hast du denn? Internet Disconnects oder hohen Ping? Nicht mal. Ich hab Lex. Abends halt Mini-Lex halt. So richtig eklig ist das. Ich kann nicht spielen damit. Und wie wär's mit einem anderen Anbieter? Hol mich aus dem Vertrag raus. Ich hol DSL. Ja, das ist nicht so einfach. Oh, wenn du da so Probleme hast, dann kommt man da raus. Ja, das ist aber nicht messbar. Ich hab guten Ping.
also sehr guten Ping und die Bandbreite ist normal. Aber ich habe diese Mini-Lags, die kann man nicht nachmessen, ja, oder so. Kannst du nicht anrufen und sagen, hey, du bist Pro-Gamer, du bist auf eine gute Leitung angewiesen? Na, müssen wir mal ausprobieren. Zahlst auch gerne 20 Euro mehr, aber Hauptsache das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ob sie dich irgendwie zu einem Partner schicken können oder so? Ja, muss ich mal abchecken. Mal gucken. Ja, wird doch bestimmt was möglich sein. Also, Manjaro macht gerade noch einen PC-Restart. Das vielleicht noch als kleine Randinfo. Ja, und parallel auch ein sehr, sehr heißes Match. NiP gegen ESC. Auch das ist natürlich sehr interessant. Wir werden euch ergebnistechnisch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Aber Osi bleibt, ja? Oder wird es noch einen weiteren Wechsel geben bei Logix? Nee, es bleibt alles so. Also nur Tizian für dich. Ja. Ah, hat er gut gespielt auf dem Finals, also. Der hat auch gut gespielt. Ich habe mir auch, ich war auch hinter ihm. Ja. Hat echt gute Frags gemacht. Ja, vor allem, also man hat noch ihn, bisschen. Also er hat zwar gesagt, dass er nervös ist und so, aber ja. Man hat sich ja jetzt nicht so angesehen, also. Wenn er jetzt hat auch mal Sprüche, die er kassiert hat, irgendwie von einem anderen auch gut Kontra gegeben. Also sich da nicht irgendwie versteckt und da irgendwie beirren lassen oder so. Ja, das kann ja auch passieren, ne? Es gibt ja manche, ja, die sind vielleicht dann da auch erstmal Finals und sind dann halt vielleicht eher ruhiger oder so. Oder trauen sich dann nicht irgendwie da was zu sagen oder nehmen so einen Spruch dann vielleicht ernster. Aber gut, ich glaube, ja, da hat der Tizian eine gute Schule mit seinem Hotpixels-Team, mit Chef Koch und Crispy Legia Rax, also wird genug Scheiße gelabert im Voice. Ja, Chef Koch hat wahrscheinlich sehr viel dazu beigetragen. Ja, denke ich auch. Ich hoffe jetzt einfach, dass die gescheit supportet werden und dann, wenn er halt noch so gute Spiele mitnimmt, jetzt am Anfang, dass die halt dann richtig krass werden. Er wird vor allem, keine Ahnung, also wenn es echt gut läuft für ihn. Ist ja nicht so einfach, du brauchst echt Glück irgendwie, ne? Ja. Dann wird er richtig krass. Na, also ein Überraschungsteam haben wir definitiv hier schon mal in der im ersten Quali Cup hier der Raid Call EMS One, nämlich dieses Team hier. Sprintfox. Mal schauen, was sie gegen Team Alternate anrichten können. Die auch ein bisschen Probleme hatten in ihrem ersten Match, aber das Achtelfinale jetzt hier gerade haben sie gut überstanden auf das 2. Auch nach einem Rückstand, aber gegen Imaginary überzeugt. Ist eigentlich das erste Official für Crispy jetzt? Ja. So, also, ja. Beziehungsweise, dass gestreamt wird. Yep. Ja, also Shots verteilen können sie auf jeden Fall schon mal. Ja. Mal kurz auf dem Desktop. So, und der Prozac hier schreibt auch jetzt im Twitch-Chat unter dem Namen Sprintfox. Mein Team, gracias. Wir verkaufen zwar Küchenzeug, aber können auch so gut mithalten. Ab nächsten Monat gibt es einen Hardware-, Software- und Mobile-Shop. Ah ja, ich wollte jetzt irgendwas machen. Also ich habe noch nie was gehört von Sprintfox. Gar nicht. Warte mal. Sprintfox, be faster, catch the mouse. Kitchen.sprintfox.com. Noch nie was gehört. Ah, Hardware kann man nicht anklicken. E-Sport kann man anklicken. Was? Wenn du auf der Seite von dem bist, da sind verschiedene Kacheln, sag ich mal. Okay. Wie bei Windows 8 mäßig. Wo du halt auf Sachen klicken kannst. Kitchen, Software, Design, E-Sport, Hardware. Deck's halt ein bisschen gerade mal aus. Wahnsinn. Nette Sachen, die da am Start haben. Ja.
übrigens eine deutsche Firma, ne? Okay. Dann können wir auch Sprintfuchs sein. Eigentlich schon. So, Nico Schreibknauen sagt, Tuguk ist ein Gruß, wir sind ja Dorfnachbarn. Kennst du hoffentlich. Wen? Nico 0509. 0509, ne, kenne ich nicht. Ja. Reicht mir. So, also wir wären ready, ich hoffe die Spieler auch gleich. Ich habe gerade einen Tipp von einem User bekommen, wegen KBW. Aha. Ich soll nach einem bestimmten Herrn fragen, der auch irgendwie CS ist oder ähnliches spielt und der gibt mir anscheinend die beste Leitung. Da bin ich voll gespannt. Ja! Wie jetzt? KBW arbeitet einer, der auch CS spielt? Ja. Und der gibt dir dann eine bessere Leitung? Ja. Die beste. Ist es der Marcel Davis jetzt zu Kabel BW oder was? Hallo, ich bin Marcel Davis. Der Handshake. Dann geht's los hier. Ja, sobald die Sprintfüchse sich auf Ready setzen. Also der Fever X ist der Nico. Oh mein Gott, ey. Das Reaktion. Kennst du den? Ich sehe ihn immer mal schreiben, ja. Ja, ja, das meine ich ja. Ja, privat kenne ich ihn nicht. Ja, privat kenne ich ihn auch nicht. Los geht's mit der Knife Round, Freunde. Sprintfox gegen Team Alternate. Das Viertelfinale. Wer hier nun gewinnt, der zieht einen ins Halbfinale, welches morgen gespielt wird. Und ja, Sprintfox, das Überraschungsteam hier in der Raid Call EMS One, die Fnatic gerade eben schlagen konnten mit einem 16-13. Und nun sehen wir die Inferno. Erste Mal heute für Alternate. Alter, dieser T-Sec hat echt Inline-Skater an. Guck dir den mal an. Ja. Aber dann kein Rückwärtsgang in den Skates. Alternate liegt schlechter im Knife gerade. Ja. 1-2. So, Lemonade alleine und jetzt angeneift. Und tschüss. So, Sprintfox mit der Seitenwahl. So, und mich fragt, wie viel Uhr geht's morgen dann weiter? Auch wieder um 19 Uhr, so wie heute. Und dann gibt's beide Halbfinalspiele nacheinander und dann das Finale um 21 Uhr. Hast du gestern eigentlich gestreamt? Gestern? Nö. Ja. Ja. Ich bin immer noch tot vom Wochenende. Ich war heute auch nicht in der Uni. Aber das lag ja daran, dass du gestern so lange gezockt hast. Nein, ich war gestern eh tot. Ich war gestern tot. Und dann wache ich auf. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ah. Immer diese Ausreden. Quatsch. Immer dabei eigentlich. So, also los geht's mit der First Round. Alternate auf der T-Seite unterwegs. Und mal schauen, ob die Jungs von Sprintfox hier genauso gegen Alternate bestehen können. Auf jeden Fall gibt's erstmal Mitte-Push. Robin, der Schwede unten an der Bank, kann den ersten machen, dann Refrag von Felix. So, der zweite CT kommt weg. Daniel Sun oben im Döner gewesen und Centex schon mit Mancharo Mitte gepusht, ja. Von Banane aus. Bin richtig aggressiv. Ja, hier kommt auch gut. So, und jetzt Emanuel alleine gegen 4.
Zentex, check nochmal Mitte runter. Ja, da steht er jetzt perfekt. Direkt schon zwei rüber. Manjaro und Tesak. Die weg. Der Grieche. Mann, kriegt jetzt durch die Smoke. Hat aber noch zwei Flashes und eine Decoy. Aber legt da. Der kommt sehr spät. Ja. Na, der wollte nur noch legen. Ja. Zumindest kann man dann in der dritten Runde kaufen. Aber super aggressive Runde von Sprintfox. Mitte sofort einer hier Bank gepusht. Konnte auch den First Frag setzen, wird dann gerefragt. In dem gleichen Moment wird aber Banane schon zugemacht. Und zusätzlich wurde Mitte noch gefaced und dem Döner drin. Mitte dann wieder zurückgeschoben. Also gut gespielt von Sprintfox. Die macht sehr, sehr viel Druck aufgebaut. Anstatt zu reagieren. Alter, ja. Pusht Banane hoch. Manjaro und Robin dort. Deckt hinten ab. Robin, ganz wichtiger Mann jetzt. Hol zwei irgendwie durch die Smoke. Dann zieht Manjaro rum. Hol zwei. Rest. Jetzt müsste er erst Equipped Round geben. Ja. Ja. Dank dessen, dass Manu da gelegt hatte. MNL. Oberlein. Ja, so ist das. Dann gibt ihm Asmo-Tipps so im Rücken. Ja, der hat gleich selber hier SLTV-Match, beziehungsweise spielen schon. Boah. TCM. So, Manjaro hat bitte Felix einfach eine gegeben mit der Ave. Felix gab jetzt selber nichts. Ah. Bombe ist aber noch an der Treppe down. Ja. Zwei bauen Bananen auf, zwei bauen Haus. Sie wollen einfach jetzt Frags ziehen wahrscheinlich. Christian nur mit der Galil unterwegs und TCM führt gerade mit 7-5 auf das 2. Gegen? Lass mich kurz gucken, das ist SLTV Star Series Match. So, Alternate wird wahrscheinlich klein gehen. Gegen hier die Kasachen sind es, glaube ich. Okay. Ja, Crystal faked. Ja. Okay. Crystal faked hat alleine kurz gefaked. Der Rest ist klein drauf und da ist auch nur einer drauf. Robin macht den einen erst. Ja, kann keinen zweiten machen. So, Daniel ist an Molotov. Selector Aim kommt dann nicht weg. Jetzt Crystal mit dem ersten. Dann Daniel Sun. Und MNL steht im Dark, vorne close einer. Boah, schon mal Manjaro. Bin gleich da, Moment. Bombe defused. Manjaro mit 3 Kills in dieser Runde. So, trotzdem wieder Bombe gelegt bei Alternate. Dennoch eine Sparrunde. Ja, Mazedonier sind das, nicht Kasachen, sorry. Entschuldigung. Jungs. Entity, die Mazedonier sind es übrigens, nicht Kasachen. Um das noch kurz zu korrigieren. Also Manjaro und Robin stehen in B bisher sehr, sehr gut. Gefällt mir, wie sie decken. Auch viel mit Molotovs. So, und Sprache, die angesagt wird bei Sprintfox, ist Englisch. Man hat einen Schweden dabei, einen Deutschen, einen Griechen und einen Briten. Und Danielson war... Engländer. Ein Norweger ist noch dabei. Ja, Norweger ist der... Centex. Centex. Ja.
Also ein komplettes Mixteam. Alle Nationen vertreten. So, bisher läuft es ja ganz gut. Anscheinend keine Probleme. Und Manjaro ist ein Deutscher. Um das hier nochmal zu sagen. So, Manjaro wieder offensiv zusammen mit Robin. Spottet immer nur kurz, ob irgendwas rusht und dann geht man wieder defensiv auf den Spot. Sandex jetzt zum Haus, Kinderzimmer, wird geht es. Passiert ein Headshot. Und nochmal, jetzt müsste er so langsam da wegkommen. Auch wenn Tesak da mit dabei ist. Wir lassen die gerade nicht leicht Haus einnehmen. So, Daniel Sun wieder auch auf Faust falschen Fuß erwischt. Lässt sich da noch ein bisschen Zeit, bevor sie da einnehmen. Und jetzt kommt der Go. Aber Robin verschiebt auch schon. Ich sag einfach todesblind. Zentex. Sechs sind noch zwei machen dran. Ha! Einfach Action weg. Oh. Macht noch den dritten und dann erst down. So, one or two Situation. Manjaro ist in der Bibo. Ach, 15 HP noch. Ah, aber guter Read von ihm, dass er den am Spot macht und dann direkt Ruine, also hier Friedhof reingeht. Ja. Also schon stark gespielt von Sentex, also besser konnte er es fast nicht spielen. Ja, also dass er 3 machen kann von Spot aus, low HP. Dann gut weggemoved in die Smoke, in die Action rein. Trotzdem war die Runde noch zu knapp, obwohl Alternate einen First Pack hatte und den einen noch richtig low gemacht hatte. Mal gespannt, was jetzt in der Runde passiert. Verkauft Sprint Fox eigentlich auf Fernseher? Nicht, dass ich wüsste oder gesehen habe. Oh. Solek. Zieht rum, war ein Spalt offen da mit der Smoke. Die wollen einen kleinen nur durchschicken. Ja, das ist fake. Daniel Sun verliert das Duell. So, und jetzt ist nur noch Tesak am Spot. Wird jetzt schon abgelaufen. Eieieiei. Der muss nochmal fallen da jetzt. Ja, Wahnsinn, dass er so lange überlebt. Jetzt aber. So, und jetzt Sentex, Manjaro, Sentex wird schon sparen, Manjaro ebenfalls. Also, zweite Runde für Team Alternate. So, die Runde wird wichtig, also dass sie diese zwei Waffen mitnehmen, dann können sie nächste Runde da vielleicht noch ein bisschen Druck machen. Alternate hat auch nicht viel Geld auf dem Konto, von daher bleiben sie hier stehen und gehen nicht auf die Jagd. Was macht man jetzt? Also legen und droppen können sie nicht. Diese zwei Waffen müssen sie einfach jetzt irgendwo abstellen. Entweder sagt man immer an, jede Waffe macht einen Spot oder alle Waffen auf einen Spot. Und das machen sie jetzt. Also man schickt beide Waffen auf den A und die anderen gehen auf den B. Also auch eine schöne Ansage.
Hätte die Arbe dann eher rotieren lassen, weil er in der Mitte geschossen hat. Ja. Facen die anderen überall. Teppich wird gefaced. So, Lick hat dann B auf jeden Fall schon mal einen Headshot bekommen. So, jetzt wird von Alternator vielleicht vermutet, dass es ein B-Stack ist. Felix macht Centex, damit die Arbe down. Aber auch schlecht von ihm, er aimt halt einfach. Ja, Manjaro geht offen und aimt das Haus unten an. Aber trotzdem, ganz gute Gegenwehr von Sprint Fox, also es wird kein einfacher Durchmarsch dafür, Alternate. Ja, und bis hierher gefällt's mir. Ohne Waffenverlust. Wir kaufen aber zum Teil Farmers. Sprint Fox. Ja, viel Geld haben sie da halt wirklich nicht. Nochmal eine gute Möglichkeit für Orte, wenn sie da wieder Money Broke zu setzen. Geldpolster haben sie jetzt sowieso nur einigermaßen. Robin am B. Ja, Manjaro ist sehr, sehr spät da, aber ist jetzt auch am B. Centex wieder offensiv im Haus. Ich find's immer noch komisch. Hast du gerade gesehen, wie lange sie sich Banane in der Banane gesehen haben? Nee. Manu hat keinen Hit gesetzt. Und der Gegner auch nur einen. Sie haben sich bestimmt insgesamt 2 Sekunden lang gesehen. Ist der Spectator bugged durch die Smoke? Schöne Fläche auf jeden Fall vom T-Sack. Centex nicht blind. Verschafft nochmal viel Zeit, um da zu verschieben für Manjaro. Ja, jetzt Action durch von Alternate. Flash ist. Also nochmal eine Flash. Spot ist aber drauf. Daniel Sand fällt auch. T-Sack kann Felix mit erst super spät helfen da aus dem Sand. Felix hat auch nur noch 3 HP. Kann noch legen. Jawohl, schön gemoved von Crystal. Geht er direkt Aggro gegen. 1-on-3. Und das muss das 4-4 sein für Alternate und danach Sprint Fox Money Broke. So leck überlebt es. Also, Sparrunde gibt es auf jeden Fall. Gute Möglichkeit für Alternate jetzt in Führung zu gehen. Das 5-4 klar zu machen. So, und TCM führt mit 15-6 in der SLTV. Ja, vielleicht kann uns noch mal jemand mit den anderen Ergebnissen aus der EMS One hier supporten. So, Baseball ist clean. Von Alternate, Banane. Der Bananenspieler schießt halt einfach, um den Gegner da zu locken, und dann kommt Crystal aus dem Fuchsbau raus. Ich sollte lieber gescheit saven gehen, anstatt wegzugehen. Und Undix schreibt hier: ein Sponsor wie Sprintfox könnte auch mehr Frauen in den E-Sports locken. Wegen den Küchen. Fies, der war fies. So, LDLC führt mit 12-3 gegen Very Games. Wahnsinn. NIP führt mit 9-4 gegen ESC.
So, und dann jetzt dann wieder mit der Arve in der Mitte, wird wieder direkt abgesmoked. So, und von Crispy haben wir dieses Spiel noch nicht so viel gesehen. Damit aufs klappt halt. Jetzt gut gegen Sprint Fox. Doch wieder. Falsche Mitte. Oh, gute Timing Smoke. Stehen genau nebeneinander. Dann geht die weg. Dann wird überrannt. Also das ist auf jeden Fall jetzt so der Vorteil, den Alternate da runterspielen kann. Die Eingespieltheit, bis auf Crispy natürlich. Der sich da aber einfach unterordnet. Aber, ja, man sieht hier. Es ist nicht einfaches, es ist kein einfaches Spiel, aber wenn sie da kontrolliert aufbauen und ja eben die Taktiken gut runterspielen, dann können sie auf jeden Fall bestehen und dieses Spiel entscheiden vielleicht. TCL mittlerweile Endstand 16:6. Game ist vorbei. Und Lita fragt, wie viele Matches heute noch übertragen werden. Ja, das ist die letzte Runde hier, das Viertelfinale. Morgen geht es dann weiter mit dem Halbfinale. Und die Halbzeit bei NiP gegen ESC 9:6. Mir ist was einfallen lassen, Sprint Fox. Weil sie helfen sich auch nicht so gegenseitig, finde ich. Und Spot, also auf dem Großen. Ja. Alternate burst einfach raus mit Smokes und Flashes und die können nichts machen. Die werden halt einzeln überrannt. Gibt auch keine guten Einzelaktionen so. Jetzt hat man auf jeden Fall ein bisschen umgestellt. Manjaro übernimmt jetzt mit seiner einen AWP den A-Spot, und zwar am Teppich. Also ja, Doppel-AWP am A. Keine AWP am B-Spot. Jetzt ist wieder Syntax down. Die anderen faken groß an, ist wieder noch einer ja. Klein. Okay, sagt vielleicht jetzt gegen. Gibt dem einen sogar noch einen Headshot. Felix wieder nur mit 3 HP. Kann aber am Grill legen. Jetzt kommt die Flash-Ruine schnell rein. Robin ist super schnell da. Sie hat auch geschaut. Crystal 13 AP. Ja, jetzt darf man sie einfach nicht mehr zeigen. MNL kann gleich einen Frag machen an der B-Schläge. Macht ihn auch Crystal. Gegen Daniel, Sun und Crispy kann dann Robin machen da am Beat. 6:4 Führung. Daraus wird ein 7:4. Also Alternate. Hier jetzt die vergangenen Runden da sehr, sehr gut zurückgekämpft, sehr gut zurückgespielt und 7 T-Runden ohne die Pistole, das ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert. Ja. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten auf der CD-Seite. Jetzt deckt man den A direkt zu viert. Robin ist da defensiv geboostet auf dem Baum.
schon irgendwo. Ja, auf Weg zum Kleinen gehen. Wahrscheinlich. Doch nicht. Soll faken. Jetzt geht's wieder zurück. Vielleicht wollten sie da nur den zweiten Spieler wirklich da wirklich binden. Von runter. M&L ist da. Nick ist einfach komplett eingesmoked. So, da kann aber trotzdem gleich noch die böse Überraschung werden. Ich glaube jetzt einfach nicht. Jetzt hat er sich verraten auf jeden Fall. Auch ein 300er Ping, also. Ja. Trotzdem. Ach, schöne Flash vom Teppich von Chris. Und der Action-Spieler macht auch immer wieder gut Stress. Jetzt ist nur noch Crispy. Toll. Ja, schön runtergespielt von Knusprig. Acht zu vier und damit dürften sie jetzt schon fast wieder Money Broke sein danach. Ja. Also Runde 13 läuft jetzt. Dann Eco und dann letzte Runde nochmal kaufen, was geht. Gesetzt im Fall Alternate holt diese Runde natürlich, aber sehr, sehr gute Chancen hier. Dann ich fertig durch die Wand. Schau mit dem First Check gegen. Jetzt steht man auf dem A relativ kompakt. Also gefällt mir auch besser, dass sie jetzt da ein bisschen offensiver stehen. Jetzt wird der Kontakt. Nicht mehr komplett irgendwie hinten auf Linie. Wir wollen wieder Action durch, also das klappt ziemlich gut. So, jetzt Centex gefallen, kann einen machen. 3 Sekunden noch Zeit. Go muss gleich kommen, ansonsten ist es zu spät. So, 24 Sekunden noch. Der Spot umrundet. Der kommt auch gleich raus. Ja, sehr schön. Wollte nicht. Action kommt aber. Oh mein Gott. Oh. Ja, wir wollen noch nicht gleich gelegt. Warum ist nicht gelegt? Ja, das war dann das Problem, dass dieser Go da zu lange gedauert hat. Wenn die ganze Zeit wieder in der Mitte wartet, dann doch nochmal über Herz rumschiebt, einen nochmal über Teppich wieder rausschiebt. Ja, und dann sie hätten kein Backup da. On-Spot hätte er legen können. Ja, aber, ja. Also er hätte Anti legen können, aber dann ist halt scheiße, wenn du halt einen Spieler oben im Haus drin hast, ne? Ja, klar, aber. Action nicht gedeckt, musst du dann machen. So, T sagt immer noch mit Hyping, also macht da nichts gegen irgendwie. Jetzt geht's runter. Ich kann nicht ja sogar spielen. Siehst du, du beschwerst dich über ab und zu ein paar Minilags. Das ist echt schlimm, ich sehe die Gegner manchmal nicht. Ich sehe die. Also. Ja, dann bevor ich die Gegner sehe. So, Centex down, Crystal mit dem Frack. Daniel Sun schiebt sofort Sand zurück. Und jetzt muss der Go auf jeden Fall mal schneller kommen da. Bevor wieder alle da sind. So, die Bombe geht aber B. Crystal. Wenn der jetzt mit Crystal wieder einen machen kann, ist perfekt. Eieiei, und die fallen beide. Robin macht einen durch die Smoke. Bombe wird hinter Brunnen gelegt. Olle. Bild. So, Daniel-Chan kommt von hinten über Banane.
Gas geben, anstatt zu warten. Und kein Devkit, das wird nicht reichen. Beinahe vorbei. Tesa hat jetzt eins geholt und das reicht dann. Boah, knappe Geschichte. 6-8. Und letzte Runde können alle nochmal komplett voll kaufen, was geht. Trotzdem keine AWP bei Sprint Fox. Die Runde unbedingt holen, wenn sie echt noch nicht. Ja, so ein Sponsor, der auch Küchen verkauft, ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Community. Da kommen die größten Sachen hier gerade in den Comments, im Chat. Wenn die auf LAN fahren, zocken die dann auf ihrer eigenen Arbeitsplatte. Ist das Trikot dann eine Schürze? Gibt's als Mauspad ein Schneidebrett? Kochmütze, über den Kopf drauf. Ja. Headset drunter. Ist Chefkoch dann als Manager am Start. Als Klimagerät benutzen sie Dunstabzugshauben. Wir werden aber gerade überfahren und T-Sack kann nichts schreien. Er flasht sich gerade deswegen einen Pick. So, Daniel Sang, können wir noch zwei machen. 3 gegen 2 Situationen und beide von Sprintfox mit fast voller P. Mann, er macht irgendwas. Kann nichts machen. Kommt irgendeine. Er flasht halt irgendwo hin und flasht sich selbst wieder. Nee. Oh, jetzt war dicke Skates. Da gab es auf einmal einen kleinen Speedschub. Boom. Nicht mit dem Manuel. Also das 9-6 können sie hier noch rausspielen und das ist nicht schlecht. Alternate da sehr, sehr gut zurückgekämpft und dann da deutlich konzentriert darunter gespielt. Also bei 99 Damage in den Comments hat jetzt einer was geschrieben, was eventuell deine Minilegs behebt. Was denn? Weiß ich nicht, da hat einen Link gepostet. Holy Raider. Musst du mal suchen. Unter den Stream-Comments auf 99 Damage. Vielleicht hilft dir das, ja. Ja, gar nicht wissen, wie viele Leute dann einfach jahrelang so eine Leitung haben und die ganze Zeit Lags haben und kassieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist ja richtig schlimm. Ja, viele stellen sich jetzt die Frage, ob Sprintfox ein Gasherd spielt oder nicht. Und Kangal schreibt, der Grieche am Leggen. Huch, welche Ironie. Ich hätte auch gedacht, vorhin, aber ich habe es nicht gesagt. Ein Link, meinst du, das ist von MT Scholarship? Ja. So. Ah ne, das ist so Standardzeug halt. Da habe ich schon alles durch. Naja, dann schade. Mach doch mal Internet Restart. Genauso wenn du anrufst bei denen. Ja, machen sie doch mal ein Werkschlüsselset für den Router. Und dann sagst du, glauben Sie ernsthaft, dass ich das noch nicht probiert habe? Ja. Tja. Was sagt der Speedtest? Ich schon wieder auf, ey. So, Alternate spielt auch aggressiv Banane runter, aber Crystal wird da schon überlaufen. Crispy pusht Mitte hoch und ich stehe immer noch T-Treppen.
So, M&L kann den Frag machen, aber Crispy fällt. Eieiei, was für eine Runde da wieder von Sprint Fox. Ja. So, wird instant geplantet. So leck. Ah, kann den Frag nicht machen. Und jetzt Felix alleine gegen 4, noch gegen 3. Manjaro ist noch super low. Ist aber gut Banane weggegangen. Da ist der Smoke, es geht ja doch wieder Beet raus. Ah, keine Chance für ihn. Also wieder eine sehr, sehr gut gespielte Pistol. Genauso wie in der First Round. Also bei den Pistols ist man schon relativ weit. Da hat man sich ja, ganz gute Gedanken gemacht. Und auch mal eine interessante Variante, zwei hier Mitte hochzuschicken, die dann ja, Hundegang durchpushen, da sogar den Frag setzen können. Und die anderen standen Tiertreppen hier unten. Crispy hatte schon Mitte eingenommen, stand hier bereit. M&L ist zurückgepusht, um dann natürlich die Spieler dann an der ja, abzufangen, die von der CD-Base kommen. Ja, und dann kam erst der Go hier aus den Tiertreppen Richtung B drauf. Also sehr, sehr schön gespielte Pistol. Die halt auch nur dann aufgeht, wenn die Spieler da eben die Mitte hochpushen und auch die Frags machen, ne? Ja, ansonsten geht's hier halt nicht auf. Erst dann, wenn sie die Frags machen, ist Weltklasse gespielt. So, beide Pistols verloren bei Alternate und damit wird es dann natürlich relativ eng am Ende. Ich kann mir gut vorstellen, dass man gegen Fnatic da auch beide Pistols geholt hat. Ja, und dann ist es am Ende so ein 16-13, 16-14, 16-12. Kommt dann da halt schon hin. Was hier mit drei Leuten wieder am Kleinen? Oh, wow, jetzt geht's los. Boah, wow. Robin, ja, alle geholt. Da stehen halt alle auf einer Linie, ne? Ja, aber trotzdem ist er ja auch AD gemoved. Ja. So, und LDLC führt nur noch 15-13 gegen Larry Games. Wenn man bedenkt, dass es 12-3 für LDLC stand. Welche Map? Kann ich dir nicht sagen. Nip hat auf jeden Fall 16-6 gegen ESC gewonnen. Nuke wird gespielt bei Very Games gegen LDLC. Und Very Games jetzt auf der CD-Seite. Und bei Nip ESC war es Mirage. Also, Nip wieder mal im Halbfinale. Die warten auf morgen. Auf Gegners. So, da drüben wird schon Party gefeiert am anderen Spot. So, 9-9 nur noch. Und nun. Ey, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Na, erzähl, was ist los? Brauchst du was? Kann ich was Gutes tun für dich? Wir hatten eine Wette am Laufen, weißt du noch? Wir hatten eine Wette am Laufen. Das ist am Laufen, die war schon beendet. Ich hatte gewonnen. Wie lautete sie? Ein Maladana-Kebab war das. Nein, Iskender-Kebab. Ach so, ja, stimmt. Da war eine Gelegenheit. Hast du nichts gesagt? Ja, ich hab's vergessen. Ja. Leider, egal. Wenn Schulden sind lernen schon, also zahlen tust du es auf jeden Fall. Box. Robin, Robin. Ja, holt sie. Noch einer Spot hat er gesehen können. Ja. Ich ist doch ein Spot Crystal. Noch einer hat es wieder gesehen. Ja. Gesehen, ja. Crispy 1 gegen 5. Brauchen wir eigentlich nicht mehr raufgehen. Ah, easy machbar. Ja, yes, probiert schon Tracks. Oh mein Gott. Komplett. Ja, das ist halt diese. Meiste kommen auf die Acceleration halt nicht klar. Also ist ja viel schneller das Spiel. Ja. Da wird so falsch vorgeaimt, weil du weißt nicht, ob der, wenn der Gegner anhält oder wenn er durchläuft. Du hältst dann mega falsch an einfach in dem Spiel. Das ist halt so schlimm noch. So, und LDLC gewinnt gegen Very Games mit 16-13.
Alternate, First Very Round Games. Verloren, erste Equip verloren. Ja, Very Games hat verloren, 16-13. Ja, mit Shoxy, ne? Ja. Und LDLC, Kenny S gespielt. Was natürlich dann nochmal Doppelmotivation ist. Boah, Robin kriegt da einen dicken Headshot. Hat wahrscheinlich alles angesagt. Ja, das kann gut sein. So. Nehmen wir eine L. Boah. Dash. Ah, das ist ja krass, ne? Man hat von diesem Team vorher noch nichts gehört. Und jetzt, EMS One wird durchgerockt dann. Mal schauen, aber also Pistol war sehr gut gespielt. First Round auch solide und auch jetzt hier diese Anti-Eco da ordentlich runtergespielt. Wie bis jetzt so einfach ist, CSGO, denke ich. Einfach ein CS. Ich habe noch nicht so krasse Sachen gemacht, außer halt die Pistols halt vielleicht. Ja, aber sie hitten halt ordentlich, ne? Ja, sie hitten gut. Und ziehen halt mit gutem Timing rum. Ja. Siehst du, wie wichtig das ist, dass du halt konstant hintest. Wenn du dich auf den Aim verlassen kannst, kannst du auch One-on-Ones eingehen und holst dir halt wahrscheinlich. Ja, wichtig. Oh, Crystal abgesmoked, kann mit seiner Arbeit nichts machen. Tesak wieder einmal durchgegast. Zwei Leute on spot. Werden da kassieren, wenn sie durch. So, jetzt gehen wir nochmal erst. Boah, schöner Shot von Santex gegen Sol, ey. Oh, Crispy ist genau richtig da. Jetzt Verschieber. Nicht da so ein Ding. Oh, Manjaro kommt. Ist Crispy regelt. Boah, Schild macht deine Stun. One and two. Schnell Posis einnehmen. Deine Stun traut sich gar nicht weg, unser 6 Stun HP. In der Runde. Ja, krasse Runde auf jeden Fall. Also M-technisch geht hier alles bei SprintFox. Mal das Spiel. Fast wie lang ist das Spiel jetzt draußen? Ein halbes Jahr. Fast. Also bald ein Jahr sogar. Ja, kann man eigentlich mit Beta und so kann man schon ein Jahr sagen. Ja. Und da sitzt trotzdem noch nicht alles. Ja. Also aiming-mäßig. Würdest du halt schon erwarten von Alternate, oder nicht? Merkst du halt, dass manche Leute immer noch falsch anhalten und so. Wenn du es im Vergleich zu CSS guckst, es liegt hauptsächlich meiner Meinung nach am Movement, weil das Spiel so schnell ist. Na gut, da kann man jetzt auch vielleicht ein bisschen sagen, dass SprintFox vielleicht ein bisschen anders moved als die meisten gewöhnlichen Teams, gegen die man sonst gespielt hat, international oder so. Die dann da vielleicht ein bisschen anders rummoven. Kann auch sein, ja. Ja, das ist von außen immer relativ einfach zu sagen, aber... Also, ne, sie spielen schon relativ unkonventionell so. Ja. So dass halt nur einer oder zweimal vorgeschickt werden, die anderen irgendwie dann noch unten warten und sowas. Jetzt auch hier ja, laufen alle rückwärts umgedreht auf dem Spot drauf. Und da muss man auch sagen, also auch diese Smokes kommen alle immer erst super spät. Also man schmeißt nicht mit Smokes ab und geht dann vor, sondern man kündigt sich halt nicht an, geht dann einfach mit Flash durch, läuft rückwärts rein und smoked dann erst danach die Slots ab. So, jetzt Solek da.
Sieht da, KE könnte sitzen. Jawohl. Daniel San sehr low an der Obst 1. Nur ein Crystal 101 Duell gegen Tesak. Kein Death Kit. Verliert das Duell. Siebte Runde in Folge für die Jungs von Sprint Fox. 7 T-Runden, noch keine einzige. 10. Runde dafür Alternate. So, und das ist das Einzige, was immer schade ist, wenn eben so ein unbekanntes Team hochkommt. Also, ein unbekannt nicht, man kennt ein paar der Spieler. Die hattest du uns ja auch schon genannt. Ja. Aber dass dann halt direkt gesagt wird, jo, die haben an. Nein, die haben 100 Pro nicht an, so. Keiner. Sowas? Hä? Was war? Man hat's gar nicht gehört, das ist gerade so Mini-Lag. ich hab gesagt, die haben hundertprozentig nicht an. Also sieht man ja, wie sie spielen. Keiner macht das komische Schrotz oder sowas. Oder die moven extrem komisch, moven einen aus oder so, gibt's nicht. Machen auch zum Teil Fehler, ganz normale menschliche Fehler. Boah, schön von drauf hin. Schlecht von Crispy mit nach so einer Flash umzugehen. Warum? Knusprig. Centex fuckt er noch ab. Alternate will da nur noch die Waffen sparen. Und in die nächste Runde mitbringen. So, dein Grüßchen mal wieder an meine Lieblingsgießenerin. Die ja auch. Die fast jeden Tag mittlerweile zuschauen. Oder jedes Wer? Mal, wenn der Stream on ist. Meine Lieblingsgießenerin. Die. Ja. Caro. Ja. Achso. Hallo Caro. Die schönste Frau aus Gießen. Von dir ausgewählt? Natürlich von mir ausgewählt. 1 bis 10, eine glatte 10. Hast du die Krone? Ne, die hab ich noch nicht gemalt. Muss ich noch so, machen. Kommt noch. Warte, hier. Wollte nämlich einen kleinen Notkauf schon. So, Krone gemalt. Ich seh's nicht. Ja. Ich bin in-game, Fullscreen. Traurig sowas. Oh, Molotov. Y. Solek MNL. Gucken wir, was die beiden jetzt machen können. Sprint Fox geht aber. Ja, ist noch nicht 100% entschieden. Centex macht da so ein bisschen sein Ding. Schiebt jetzt aber auch zurück. Also, Solek und MNL müssen jetzt aufpassen. In die Smoke reinflashen. Silent. Ja, smoked auf jeden Fall gleich nochmal nach. Kannst du trotzdem Go machen. Einer muss nur in die Smoke flashen, Silent. Dann ist Solek erstmal weg vom Fenster. Nicht so. Das ist auf jeden Fall MNL blind. Solek. So, lässt er nicht vorbei? Solek geht nicht Smoke durch. Ja, gut genug von ihm. Ah! Ah. Und dann MNL nochmal. Runde. MNL geht tilt am Spot. Mann, wenn Manjaro den noch macht. War noch machbar für Alternate. Ja, hoffentlich. Oh, die Nate wird wehtun. Boah. Schön. Aber wahrscheinlich hat noch Kollege an sein können, dass er eine Nate zieht. Bitter sowas. So, jetzt habe ich eine kleine Diskussion ausgelöst. Welche denn? Lita schreibt Gießen, ich bin der schönste Mann aus Gießen, gib mal Eddie Knochen. Und Icebox schreibt, wohnen anscheinend nicht viele Männer in Gießen. So, ja, 15 zu 9. Alternate braucht ein 6-Runden-Comeback, um das hier in Overtime zu bringen.
kann mich schon vorstellen, was sich Caro denkt. Steht gegen den ich mit dem wichtigen First Track. Ja, der Rest steht alles in der Banane. Bombe jetzt auch dabei. Und boah, wieder schöne Nate. Solek und M&L. Solek in der Bar und den nächsten. Oh. Und noch einen. Und schöne noch einen. Runde. Stark von Solek. Ja, und der hat jetzt die Faxen dicke. Jetzt wird's hier. Jetzt gibt's die Abrechnung. Brauche nur irgendwo einen auf dem falschen Fuß zu erwischen, dann ist schon schlimm. So, jetzt ist Pause hier. Ja, Mini-Pause. Nee, weiter. Dachte schon, mein Game hat sich aufgehängt. So, T-Sack einfach wieder mit dem Gas. Einfach wieder mit dem Gas. Frecher Hund. Ja. Unkonventionell. Ja. Boah, jetzt wird er gemolotovt. Tschüss. Geht einfach schon mal nehmen. Kein Problem, Gegenbrand kommt in die Action rein. Nee, sie hätten halt nach der Molotov direkt was spielen können, dann wüssten sie ja, wo der ungefähr sein muss. Also eine wurde komplett ausgeschlossen. Jetzt kommt Felix raus. Oh, der kriegt wieder so ein Gerät rein. Das ist gut, dass sie da nochmal über Haus spielen sogar. Ja. Aber der M&L spottet schon. Was Semtex. Boah, schön. Pre-Fire rum. Ja. Ja, guck, das sind so diese Kleinigkeiten, wo man halt nicht so weiß. Aber gut. Gott, Felix muss selber lachen. Also, keine Ahnung. Vielleicht war es angedacht, dass er in seinem Kasten sein muss. Das kannst du jetzt nicht wissen. Ja, also es kann sein, er hat da einen Step auf dem LKW gemacht, ob der vielleicht dann gehört wurde und deshalb dann darum... Ja, das könnte schon wieder sein. Aber gut, Ordnet verliert 16-10. Sprintfox schafft es, Fnatic zu besiegen und hier im Viertelfinale auch noch Ordnet. Und damit Sprintfox morgen im Halbfinale. Und zwar gegen die Jungs von LDLC, die es geschafft haben, Very Games zu besiegen. Und den kompletten Turnierbaum, den schauen wir uns nochmal ganz kurz an auf 99damage.de. Dort findet ihr natürlich alle Informationen hier zur Raid Call EMS 1. Und ja, wir haben Alternate raus. Damit Sprintfox gegen LDLC im Halbfinale morgen. Und NIP hat gewonnen gegen die Jungs von ESC mit einem 16-6 auf Mirage warten damit ebenfalls im Halbfinale und Very Games musste sich geschlagen geben gegen LDLC. Kenny S, der raus ist aus Very Games, hat es geschafft, sein altes Team zu besiegen. Ja, und damit so das erste Kräftemessen hier in Frankreich gewonnen. LDLC im Halbfinale gegen Sprintfox und Kopenhagen Wolves gegen Absolute Legends läuft hier momentan noch. Wenn du willst, können wir da noch reingehen. Ja, können wir mal. So, dann machen wir das doch.